Oh, hier fehlt die coole Fahrstuhlmusik. Sexy. In einem Bericht, den wir später senden werden, untersucht Emily Wong die Korruption auf der Zitadelle und enttarnt ein ausgewachsenes Verbrechersyndikat. Krass, Digga. Alter, fährt der Fahrstuhl immer noch? What the fuck? Ja, dann warten wir eben, ne? Alter. Oh Mann, es hat gerade coole Fahrstuhlmusik angefangen. Was ist das denn? Okay, hier gibt's schon mal bewaffnete Leute. So. Hier gibt's nichts Interessantes. Wohin geht's hier? Auf zum Präsidium. Ui. Ein salarianisches Ausgrabungsteam ist nach Freilegung einer proteanischen Ausgrabungsstätte auf ein unerwartetes Problem gestoßen. Hanar-Protestanten blockieren die Ausgrabungsstätte und verlangen, dass die Artefakte der Entflammten, wie sie die Hanar nennen, nicht gestört werden dürfen. Das Ausgrabungsteam hat sich an die Hanar-Vertreter auf der Zitadelle gewandt, um eine diplomatische Lösung zu finden. Krass. Oh Mann. Alter, fahren wir irgendwie in den Himmel oder? Warum muss man so lange in einem Fahrstuhl stehen? Uns hat gerade geleckt ein bisschen. Dankeschön. So. Oh. Oh. Hier gibt es zwei solche Dinger. Drei. Wenden wir uns doch gleich mal an diesen Typ da. Wo auch immer er ist. So. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Entschuldigung, Commander Shepard. Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit für... Commander Shepard, yep. Mein Name ist Samish Bhatia. Bitte halten Sie mich nicht für aufdringlich, aber ich weiß nicht mehr, an wen ich mich wenden soll. Ich helfe immer. Kein Problem. Was kann ich für Sie tun? Meine Frau war eine Marinesoldatin in der 212. auf Eden Prime. Ich habe beantragt, dass mir der Leichnam meiner Frau für die Urnenbestattung überstellt wird, aber das Militär hat abgelehnt. Warum haben Sie den Antrag abgelehnt? Dafür muss es einen Grund geben. Ich weiß es nicht. Sie sagten nur, dass es nicht möglich sei, meine Frau nach Hause zurückkehren zu lassen. Wir kümmern uns darum. Für mein Anliegen ist Mr. Bosker verantwortlich. Zuletzt sah ich ihn in der teuren Bar da drüben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich möchte meiner Frau nur ein anständiges Begräbnis ermöglichen. Ja, verstehe ich. Das ist Ehrensache. Wo stand der da drüben? Welche Bar wo? Botschafter. Bosker. Da hinten. Rennen. Boah, diese Motion Blue Effekte gehen mir ein bisschen auf den Sack. Es tut mir leid, dass ich das hier in der Aufnahme mache, aber. Nee. Einfach nee. Ich habe Motion Blur nie an und wollte es mal ausprobieren. Da habe ich gedacht, nee, das ist nicht so geil. Tür öffnen. So, müssen wir hier auch hier rumgehen. Sehr erfreut, Sie zu sehen, Commander Shepard. Ihre Aktivitäten haben für einiges Aufsehen im diplomatischen Korps gesorgt. Kann ich etwas für Sie tun? Ich komme im Namen von Samish Bhatia. Es geht um seine Frau Nirali. Nirali Bhatia starb auf Eden Prime, wie Ihnen Mr. Bhatia sicher erzählt haben wird. Ihre Wunden können keiner uns bekannten Waffengattung zugeordnet werden. Deswegen verwahren wir ihre Leiche. Dann führen Sie Teststudien durch, um mehr über die Gate-Waffen zu erfahren. Diese Teststudien könnten die Grundlage für bessere Verteidigungssysteme gegen die Geth bilden. Anders gesagt, Nirali Bhatia könnte nach ihrem Tod mehr Leben retten als zu Lebzeiten. Oh, shit.
Wie lange werden diese Forschungsarbeiten denn dauern? Das ist die richtige Frage. Das ist eine Langzeitstudie. Die Leichen werden wohl noch ein Jahr oder länger untersucht werden. Wann kann mit neuen Technologien aufgrund der Forschungsergebnisse gerechnet werden? Wenn wir Glück haben, werden wir in ein paar Jahren ein paar Technologien entwickelt haben. Okay. Sie haben so viele Leichen für die Forschungen. Können Sie nicht auf eine verzichten? Nur ganz wenige Leichen weisen diese neue Art Waffenverletzung auf. Und die wenigsten sind gut genug erhalten für Forschungszwecke. Außerdem benötigen wir so viele Leichen wie möglich, um zu vernünftigen statistischen Werten zu kommen, Commander. Ich werde es Samesh sagen. Und wenn Sie nächstes Mal eine tote Soldatin aufschneiden wollen, unterrichten Sie besser Ihren Mann. Genau diese Reaktion wollten wir vermeiden, Commander. Aber wenn Sie glauben, dass es hilft, dann sagen Sie Mr. Bhatia die Wahrheit. Vielleicht wird er uns verstehen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Jawohl. So, ich denke, Sie haben alles richtig gemacht hier. Nein, nicht Punkt setzen. Dann gehen wir erstmal zu meinem Freund hier, Mr. Bottisch, dahin. Sagen ihm das mal schnell. Und dann kümmern wir uns um die anderen Dinger hier. So, Mr. Bottisch. Hallo, Commander. Irgendwelche Fortschritte mit Mr. Bosker? Wird er den Leichnam meiner Frau nach Hause schicken? Es ist nicht so einfach wie gehofft. Das Militär braucht den Leichnam ihrer Frau für wichtige Tests. Tests? Sie benutzen den Leichnam meiner Frau für Tests? Meine Frau hat der Allianz treu gedient und ihr Leben für die Menschheit geopfert. Und das ist jetzt der Dank dafür. Das ist nicht akzeptabel. Ich werde Sie wissen lassen, was ich erreichen kann. Ich danke Ihnen. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden. Dieser Typ geht mir auf die Eier. Einerseits kann ich ihn ja verstehen, dass er seine Frau zurück will, wenn die gestorben ist. Aber andererseits, ich meine, er kann noch ein Jahr auf den Leichnam verzichten und dafür rettet er im Prinzip ein paar hundert Leben. Hallo Commander, kann ich etwas für Sie tun? Leichnam freigeben jetzt. Ich möchte, dass Sie noch einmal darüber nachdenken, Nirali Bhatias Leichnam freizugeben. Tut mir leid, Commander. Die Bedürfnisse der Lebenden sind wichtiger als die Bedürfnisse der Toten. Durch die Forschung an Nirali Bhatias Leiche könnten unzählige Soldaten gerettet werden. Ach ja, ich kann sie nicht freigeben. Oh Mann. Danke für Ihre Hilfe. Ja, Junge. Bari, komischer Typ da. Dann kann ich auch nichts tun. Funktioniert halt eben nicht. Mach auf. Wenn sie nicht freigeben kann, dann kann ich auch nichts machen. Ich könnte zwar hier meine Waffe ziehen. Hallo, Commander. Irgendwelche Fortschritte mit Mr. Bosker? Wird er den Leichnam meiner Frau nach Hause schicken? Es ist nicht so einfach wie gehofft. Ja, das haben Sie mir schon erzählt. Aber es ist mir egal, was die verdammten Militärs vorhaben. Der Dienst meiner Frau endete mit ihrem Tod auf Eden Prime. Jetzt ist es Zeit, dass sie nach Hause kommt. Ich kann nicht Ich werde machen. Mich nicht mit dem Militär anlegen, Mr. Bhatia. Ich kann Ihnen nicht helfen. Nirali sagte immer, dass die Militärs zusammenhalten. Warum sollte das jetzt anders sein? Ich wusste immer, dass meine Frau einmal ihr Leben dem Militär opfern würde. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das auch für ihren Leichnam gilt. Macht jetzt Seft von Attentäter oder wie? Okay. Es tut mir unglaublich leid. Aber ich kann nichts tun. So. Avina? Bist du Avina? Hallo? Hier? Willkommen im Präsidium Turin.
Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadellturm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Wissen Sie etwas über Spectres? Der Begriff Spectre leitet sich von der Ratsabteilung Special Tactics and Reconnaissance ab. Jeder Spectre wird vom Rat auserwählt. Ihre Primärrolle ist es, die Stabilität in der Galaxis zu bewahren und Situationen zu klären, in denen die normalen politischen Kanäle versagt haben. In dieser Rolle erhalten sie extraterritoriale Rechte und Vollmachten. Spectres unterstehen keinem Gesetz und keiner Autorität außer dem Rat. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Geh auf. So, was können wir noch machen? Hier ist noch so eine Avina. Noch so eine Avina. Ich glaube, wir sind hier. Ja, Sachen Schuld beweisen. Zurück zum Turm. Okay. Dass ich nicht das gleich gesehen habe. Überfall. German Panzer nimmt ihn auseinander. So, dann rennen wir mal zum Auto. Batmobil. Wir wollen zum Zitadellturm. So Leute, ich hoffe, wir kommen jetzt weiter. Da hier ist irgendwas. Los, Udina legt die Beweise des Quarianers dem Rat vor. Eden Prime war ein bedeutender Sieg. Der Sender hat uns der Röhre einen Schritt näher gebracht. Und auch einen Schritt näher an die Rückkehr der Reaper. Sie wollten einen Beweis. Hier ist er. Dieser Beweis ist unwiderlegbar, Botschafter. Saren verliert seinen Status als Spectre. Und es werden alle Anstrengungen unternommen, um ihn für seine Verbrechen zu bestrafen. Ich erkenne die andere Stimme, die mit Saren spricht. Matriarchin Benesia. Wer ist sie? Matriarchinnen sind mächtige Asari, die die letzte Phase ihres Lebens erreicht haben. Sie werden für ihre Weisheit und ihre Erfahrung verehrt und dienen meinem Volk als Führer und Mentor. Matriarchin Benesia ist eine mächtige Biotin und sie hatte viele Anhänger. Sie wird Saren eine wunderbare Verbündete sein. Ich interessiere mich mehr für die Reaper. Was wissen wir über sie? Nur das, was wir aus dem Geth-Speicherkern herausfiltern konnten. Die Reaper sind eine uralte Maschinenrasse, die die Proteaner ausrottete. Und dann sind sie verschwunden. Die Geth glauben, Reaper sind Götter. Und Saren ist der Prophet für ihre Rückkehr. Wir glauben, die Röhre ist der Schlüssel, der sie zurückbringt. Saren sucht gerade danach. Deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Wissen wir überhaupt, was diese Röhre ist? Saren glaubt, sie kann die Reaper zurückbringen. Das ist schlimm genug. Hören Sie sich doch einmal zu. Saren will die Maschinen zurückbringen, die einmal alles Leben in der Galaxie vernichtet haben? Das ist unmöglich. Muss es sein. Wo sind die Reaper hin? Wo sind sie hin verschwunden? Warum haben wir keine Spuren entdeckt, die auf ihre Existenz hindeuten? Wären sie echt, hätten wir irgendwas gefunden. Ich habe versucht, sie vor Saren zu warnen, und sie wollten der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen. Machen Sie nicht den gleichen Fehler. Das ist anders. Sie haben bewiesen, dass Saren den Rat betrogen hat. Ja, nachdem ihr uns nicht geglaubt habt, ihr Lappen, echt. Wir sind uns benutzt, um nach der Röhre zu suchen, aber wir wissen nicht, warum. Die Reaper sind offensichtlich nur ein Mythos, Commander. Eine willkommene Lüge, um Sarens wahre Absichten zu verdecken. Eine Legende, die er dafür benutzt, die Geth gefügig zu machen. Vor 50.000 Jahren vernichteten die Reaper die gesamte galaktische Zivilisation. Wenn Saren die Röhre findet, wird es wieder passieren. Saren ist ein verräterischer Agent, der um sein Leben rennt. Er besitzt nicht mehr die Rechte oder Ressourcen eines Spectres. Der Rat hat ihm seine Position entzogen. Das reicht nicht. Sie wissen, dass es sich irgendwo in der Traverse versteckt hält. Schicken Sie Ihre Flotte rein. Eine Flotte kann nicht einen einzigen Mann aufspüren. Eine Zitadellflotte könnte die ganze Region sichern. Halten Sie die Geth davon ab, noch mehr unserer Kolonien anzugreifen.
Oder es könnte einen Krieg mit den Terminus-Systemen auslösen. Wir lassen uns doch nicht in eine galaktische Konfrontation hineinziehen, nur wegen ein paar Dutzend menschlicher Kolonien. Alter. Ich kann Saren erledigen. Der Commander hat recht. Es gibt einen Weg, Saren aufzuhalten, der keine Flotten oder Armeen erfordert. Nein, es ist zu früh. Die Menschheit ist noch nicht für die Verantwortung bereit, die das Beitreten bei den Spectre mit sich bringt. Sie müssen keine Flotte in die Traverse schicken und der Botschafter kriegt seinen menschlichen Spectre. Alle sind glücklich. Oh, jetzt haben wir zwei überzeugt. Commander Shepard, vortreten. Oh ja, Alter, so geile epische Musik, ohne Witz, ich krieg bei die Gänsehaut. Der Rat hat entschieden, Ihnen alle Befugnisse und Privilegien der Zitadellabteilung Special Tactics and Reconnaissance zu verleihen. Spectres werden nicht ausgebildet, sondern auserwählt. Individuen, die sich im Dienst und Kampf unter Beweis gestellt haben. Die, die durch ihre Handlungen und Taten über den Rang hinausgewachsen sind. Spectre sind ein Ideal, ein Symbol. Die Verkörperung von Mut, Willenskraft und Selbstvertrauen. Sie sind die rechte Hand des Rats, Instrumente unseres Willens. Spectre tragen eine große Bürde. Sie sind die Beschützer des galaktischen Friedens, zugleich unsere erste und letzte Verteidigungslinie. Die Sicherheit der Galaxie liegt in ihren Händen. Sie sind der erste menschliche Spectre-Commander. Das ist eine große Errungenschaft für Sie und Ihre gesamte Spezies. Das wurde... Oh nein, Mann. Nein. Ich bin geehrt, Ratsherr. Wir schicken Sie in die Traverse, wo Sie Saren verfolgen. Er ist vor dem Gesetz auf der Flucht. Sie sind also befugt, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ihn festzunehmen oder zu töten. Eine Ahnung, wo ich ihn finden kann? Wir werden alle relevanten Daten an Botschafter Udina weiterleiten. Dieses Ratstreffen wird vertagt. Oh. Meinen Glückwunsch, Commander. Es liegt eine Menge Arbeit vor uns, Shepard. Wir werden ein Schiff, eine Crew und Vorräte brauchen. Sie haben jetzt Zugang zu speziellen Ausrüstungs- und Trainingseinrichtungen. Jawohl, so muss das echt. Sie sollten jetzt zur Zitadell-Sicherheitsakademie gehen und mit dem Spectre-Ausrüstungsofficer sprechen. Gut, gib mir Waffen, gib mir Rüstung. Ich brauche Ihre Hilfe, um alles hier aufzubauen. Ich möchte den Rambo machen. Ich dachte, der Botschafter wäre etwas dankbarer. Er hat Ihnen noch nicht einmal gedankt. Solange ich Sarah nicht finde, habe ich gar nichts geschafft. Los. Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Spectre-Bonus freigeschaltet. Los, Leute, wir ziehen in den Krieg. Wohin müssen wir nochmal? Irgendwas mit Sicherheitsding. Wir wollten... Nein. Jaha. Zirkel. Zitadell Sicherheitsdienst, da wollten wir hin. Genau. So, wir sind ein Spectre. Cool. Wir sind bei der Akademie angekommen. Ausrüstungsbüros, siehst du es doch, glaube ich. Sekunde, ich hab sie gleich. Commander Shepard, mit dem Allianzmilitär hier. Das erste Mal auf der Zitadelle, stimmt das in etwa? Woher wissen Sie das alles? Ich bin der Zitadell-Sicherheitsrequisitionsoffizier. Ich muss sichergehen, dass unsere Käufer autorisiert sind. Also, darf es heute etwas für Sie sein, Commander Shepard? Zeigen Sie mir, was Sie haben. Hört sich gut an. Bin gleich soweit.
Oh, da muss ein Fehler vorliegen. Das System sagt mir, ich soll Ihnen unsere ausgesuchte Ware anbieten, Spectre? Ich habe davon gehört, aber ich wusste nicht, dass Sie da sind. Tut mir leid, Commander. Zeigen Sie mir einfach, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit. Ja, die guten Sachen. Oh, fuck yeah. Was ist das? Oh, 20.000. Wie viel? Ja, ich habe echt nichts auf dem... Bio-Pistole... Erstmal können wir hier Sachen verkaufen. Ich würde das gern verkaufen. Wir haben echt gar kein Geld, echt. Ich glaube, das ist doch ziemlich krass. 10.000. Wo liegt denn unser Budget so? Okay, Hydra. Hm. Ach komm. Was kaufen wir? So.